Herzzerreißende Momente von Tieren, die sich von ihren sterbenden Besitzern endgültig verabschieden. Wenn es eine Sache gibt, die wir über Tiere wissen, dann ist es, dass sie unglaublich an ihren Besitzern hängen, sodass es einfach herzzerreißend ist, wenn sie sich von ihnen verabschieden. Von einer Katze, die sich weigerte, das Bett der sterbenden Oma zu verlassen, bis hin zu einer unglaublichen Geschichte, in der Krankenschwestern einen Hund ins Krankenhaus schmuggelten, damit er seine sterbende Besitzerin sehen konnte. Sieh dir 9 herzzerreißende Momente an, in denen sich Tiere von ihren sterbenden Besitzern verabschieden. Also, ohne weitere Umschweife, lasst uns direkt mit diesem Video beginnen. Nummer 9. Hund verabschiedet sich von seinem Besitzer im Krankenhaus. Dieses Video wird dich sprachlos machen. Der 33-jährige Ryan Jessen lag auf dem Sterbebett, nachdem er eine Hirnblutung erlitten hatte. Das Krankenhauspersonal war so freundlich, Ryans Schwester zu erlauben, seinen geliebten Hund Molly mitzubringen, um ihm ein letztes Lebewohl zu sagen. Als Molly in Ryans Krankenzimmer kam, war sie am Boden zerstört. Man kann die Traurigkeit in ihren Augen sehen. Es fällt ihr schwer, sich zu verabschieden. Zuerst kommt sie näher an Ryans Gesicht heran, um ihn genau zu betrachten. Dann schnüffelt sie ein wenig an ihm, bevor sie schließlich ihren Kopf dicht an sein Herz legt. Die Szene ist absolut erschütternd. Das ist der Blick eines Hundes mit gebrochenem Herzen. Nachdem Ryan verstorben war, hat seine Schwester Molly adoptiert. Ryan mag nicht mehr da sein, aber seine Familie, seine Freunde und Molly werden ihn nie vergessen. Nummer 8. Pferd besucht sterbenden Vietnam-Veteranen. Wir wussten ja, dass Pferde sanfte Geschöpfe sind, aber wer hätte gedacht, dass sie so sanft sein können? Ihre Augen zeigen nichts als Liebe, Mitgefühl und natürlich Traurigkeit, weil sie sich von ihrem geliebten Freund verabschieden müssen. Die Person auf diesem Krankenhausbett hieß Roberto Gonzales und sein letzter Wunsch war es, mit seinen Gefährten Ringo und Sugar wieder vereint zu sein. Das Krankenhaus hat ihm diesen Wunsch natürlich erfüllt, denn wie könnten sie das nicht? Und das Ergebnis ist diese herzzerreißende Szene. Robertos Organe versagten und er hatte nicht mehr viel Zeit, aber wenigstens war diese Zeit für ein paar Momente mit Freude erfüllt, als die Pferde ihn besuchten. Es ist einfach herzzerreißend, das zu sehen. Man sieht den Pferden an, dass sie den Schmerz ihres geliebten Freundes spüren können. Nummer 7. Krankenschwestern bringen den Hund eines Sterbenden ins Krankenhaus, um sich zu verabschieden. David King verlor seinen Kampf gegen den Krebs, als die Krankheit seinen ganzen Körper erfasste. Er war bettlägerig im Krankenhaus und niemand wusste, ob er überhaupt nach Hause kommen würde. David wollte nicht von dieser Welt gehen, ohne sich von seinem geliebten Hund, einem kleinen Yorkie-Mix namens Little Fee, zu verabschieden. Deshalb nahm seine Frau Cindy die Sache selbst in die Hand und schmuggelte den kleinen Hund mithilfe der Krankenschwestern in Davids Zimmer. Das Ergebnis war ein liebevolles, aber herzzerreißendes Wiedersehen zwischen zwei Freunden. David liebte Little Fee sehr. Die Hündin folgte ihm überall hin und er brachte sie überall hin, wo er konnte. Davids Enkelin Ellie machte ein Foto von den beiden und teilte es auf Twitter, wo es sofort mehr als 500.000 Likes bekam. Die Begegnung war, wie du dir vorstellen kannst, sehr emotional. Ellie erzählt, dass ihr Großvater an diesem Tag zum ersten Mal seine Hand bewegte, um seinen Hund zu streicheln. Ein Moment, den sie nie vergessen wird. David starb kurz darauf, aber wenigstens konnte er sich von seinem geliebten Haustier, der schönen Little Fee, verabschieden. Nummer 6. Katze weigert sich, das Bett der sterbenden Oma zu verlassen. Wir sagen immer, dass Katzen herzlos sind und sie beweisen uns immer wieder das Gegenteil. Es sind Geschichten wie diese, die alle Klischees über Katzen brechen. Nimm Trooper hier zum Beispiel. Er liebt seine Familie, kein Zweifel. Aber er hat sein Herz und seine Seele nur einer Frau geschenkt, einer Großmutter namens Sarah Wally.
Eine Familie fand Trooper in einer Kellerwand, als der Kater gerade mal 2 Wochen alt war. Wie er dort gelandet ist, weiß niemand. Aber das Wichtigste ist, dass er eine neue, liebevolle Familie bekommen hat. Es war Liebe auf den ersten Blick. Der Kater verstand sich mit allen im Haus, aber es war Sarah, die eine besonders starke Bindung zu ihm aufbaute. Sie hat ihn mit der Flasche gefüttert und ihm Geschichten vorgelesen. Leider wurde sie sehr krank. Sie konnte nicht einmal mehr ihr Bett verlassen und Trooper war immer für sie da, wenn es darauf ankam. Selbst wenn sie Panikattacken hatte, war er da und brachte ihr ab und zu etwas mit. Alles in allem wurden sie so gut wie unzertrennlich. Und das blieb so, bis Sarah im Alter von 96 Jahren starb. Nummer 5. Hund kommt jeden Tag zum Grab seines Besitzers. Hier haben wir eine außergewöhnliche Geschichte von Sisur, dem Hund, der sich einfach nicht an das Leben ohne seinen Besitzer Mehmet Ilan gewöhnen konnte, nachdem dieser im Alter von 79 Jahren in der nordwesttürkischen Provinz Bursa gestorben war. Der Hund war sogar bei der Beerdigung des Mannes dabei, wo er völlig angeschmiegt unter dem Sarg stand. Sisur war so untröstlich, dass er Mehmet verloren hatte, dass er jeden Tag sein Grab besuchte. Mehmet hatte den Hund 2 Jahre lang und während dieser Zeit waren sie unzertrennlich. Es ist einfach herzzerreißend zu sehen, wie sehr Sisur seinen Besitzer vermisst. Nummer 4. Mann nimmt Abschied vom Pferd. Im Jahr 2015 lag ein 65-jähriger Mann namens Frank Keat im Krankenhaus von Bodmin in Cornwall, England, auf dem Sterbebett. Der Mann lag im Sterben und wusste, dass sein letzter Tag bald gekommen war. Er hatte sich mit seinem Tod abgefunden, aber er hatte einen letzten Wunsch. Er wollte sich von seinem Lieblingspferd verabschieden. Das Krankenhauspersonal war mehr als bereit, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Sie brachten ihn auf die Terrasse, wo eine Überraschung auf ihn wartete. Und mit Überraschung meinen wir sein 5 Jahre altes Pferd namens Early Morn. Frank hätte sich nichts Besseres wünschen können. Das Wiedersehen war, gelinde gesagt, sehr emotional. Nicht nur für Frank und Early Morn, sondern auch für alle um sie herum. Eine Krankenschwester drückte das so aus. Die Emotionen waren überwältigend und auf der Station blieb kein Auge trocken. Wir können das gut verstehen. Nummer 3. Eine Frau verabschiedet sich von ihrer Katze. Hier ist eine weitere Geschichte, die mit allen Klischees über Katzen bricht. Und auch diese wird dir Tränen in die Augen treiben. Man kann sich einfach nie daran gewöhnen, dass Tiere sich von ihren sterbenden Besitzern verabschieden. Es bricht einem einfach das Herz, so etwas zu sehen. Eine Großmutter lag im Krankenhaus im Sterben und auf diesen Fotos kannst du sehen, wie sie sich von ihrer geliebten Katze, einem orangefarbenen Kater namens Oliver, verabschiedet. Wenn man sich die Fotos anschaut, sieht es so aus, als ob der Kater wusste, dass er seine Freundin zum letzten Mal sehen würde. Vor allem, wenn man bedenkt, wie er seinen Kopf in ihre Armbeuge vergräbt. Und wir wollen gar nicht erst anfangen, diesen Blick der reinen Liebe zu sehen, den man auf einem der Fotos sieht. Das sagt eigentlich schon alles. Nummer 2. Letzter Abschied. Ein Krebspatient namens Mike Petrosino lag in seinem Krankenhausbett im Massachusetts General Hospital. Es sah nicht gut für ihn aus, denn der Krebs hatte sich seines Körpers bemächtigt. Es war klar, dass er nicht mehr viel Zeit auf diesem Planeten hatte. Er war umgeben von seiner Familie und seinen Freunden, darunter sein treuer Hund Rusty, mit dem er den größten Teil seines Lebens verbracht hatte. Wenn man sich das Foto der beiden auf dem Krankenhausbett ansieht, ohne die Vorgeschichte zu kennen, bricht es einem das Herz. Nummer 1. Sindbad. Unser heutiges Vorschaubild ist einfach herzzerreißend. Es zeigt einen trauernden Papagei, der auf einer alten Frau steht, die in einem ziemlich schlechten Zustand zu sein scheint. Aber was ist die Geschichte hinter diesem herzzerreißenden Bild? Nun, lasst es uns herausfinden. Der Papagei heißt Sindbad, ein afrikanischer Graupapagei, und in diesem Video verabschiedet er sich von seiner sterbenden Besitzerin, nachdem er 25 Jahre lang mit ihr zusammen war. Ich hoffe, du hast deine Taschentücher parat, denn bei diesem Video wirst du dir die Augen aus dem Kopf weinen. Der Papagei liegt zuerst auf den Händen der sterbenden Frau und kommt dann näher an ihre Brust.
Das ist der Ausdruck purer Traurigkeit, den du in den Augen des Papageis siehst. Die Tochter der Frau hat die ganze Begegnung gefilmt und irgendwann ließ sie ihre Mutter wissen, dass Sindbad da war. Und Sekunden später sagte die sterbende Frau: "Ich liebe dich" zu ihrem geliebten Papagei. Du hast vielleicht noch nicht viele Vögel gesehen, die so starke Emotionen empfinden, aber Papageien, vor allem Graupapageien, sind dafür bekannt, dass sie unglaublich intelligente Tiere sind. Experten zufolge nehmen Papageien den Verlust eines Mitglieds ihres Schwarms meist sehr schwer und können dadurch sehr deprimiert werden. Wer hätte das gedacht? Welche Geschichte aus dem heutigen Video hat dich am meisten berührt? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn dir unser Video gefallen hat, solltest du es liken und unseren Kanal mit Benachrichtigungen abonnieren, damit du keine unserer zukünftigen Uploads verpasst. Bis zum nächsten Mal.